Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer. Und ihr seht richtig, wir spielen heute auf der PlayStation Vita Dragon's Crown. Dragon's Crown habe ich damals schon mal ein Video zugemacht, allerdings auf der PlayStation 3 und nicht auf der PlayStation Vita. Hatte den Grund, es kam auf der PlayStation 3 früher raus als auf der PlayStation Vita. Deswegen hatte ich es da genommen und ich hatte mir sagen lassen, dass es auf PlayStation Vita und PlayStation 3 gleich wäre. Deswegen habe ich damals gesagt, okay, das gilt für beide Systeme. Jetzt habe ich es allerdings auch für PlayStation Vita und da möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Und ja, dann spielen wir das jetzt mal auf der Vita an. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein geiles Spiel. Es ist ein einfaches Spiel, aber es ist ein geiles Spiel. Es macht wirklich Spaß, so on the go mal kurz da reinzuschauen, ein bisschen zu spielen, wieder ausmachen, an eine Seite legen, das nächste Mal wieder so. Das ist ein Spiel, das kann man wirklich häppchenweise spielen. Aber ich mache jetzt erstmal lauter für das Intro. Ja, ihr seht schon, das Spiel hat so seinen ganz eigenen Style. Und gerade glaube ich auch, dass das dieses Spiel ausmacht, dass das so einen einzigartigen Style hat. Diese Grafik, wie das aussieht und so. Kreis drücken, nicht X. So, Sound, okay, ist alles in Ordnung. Download Save Data, Upload Save Data. Das heißt, das ist natürlich Cross-Save mit der PlayStation 3. Wenn ihr es für die PlayStation Vita und die PlayStation 3 habt, könnt ihr auf der PlayStation 3 spielen, den ganzen Score uploaden in eure PlayStation Network Cloud und das Ganze auf die Vita wieder runterladen und das Ganze vice versa, also genau umgekehrt wieder. Ihr könnt auch auf der Vita weiterspielen, das Ganze, eure Save Data uploaden und das Ganze auf der PlayStation 3 dann weiterspielen. Das ist natürlich auch eine richtig geile Erweiterung. Hat nur keinen Sinn gemacht, als es für die PlayStation 3 so viel früher rauskam als für die Vita. Naja, gut. You must select a character with select player to go on an adventure. So, dann müssen wir uns jetzt hier aussuchen, einen neuen Charakter erstellen. So, und dann nehmen wir hier halt entweder den Kämpfer oder die Zauberin oder den Zwerg oder die Elfin oder die Amazone. Ich nehme den Kämpfer. Dann können wir dem natürlich auch einen Namen geben. So. Den nennen wir natürlich. Moment. Groß- und Kleinschreibung beachten. Game. Das geht übrigens auch per Touch, ne? Also ich mache es jetzt per Touchscreen. Ah, toll. Toll. Geht schon wieder nicht der ganze Name. Dann machen wir einfach meinen Spitznamen GB. So, die Farbe kann man sich aussuchen. Sterling, Silber, Bronze, Gold, wahrer Stahl, Oxblood, ja, und so weiter. Wir nehmen Stahl. Die Sprache kann man wählen zwischen Englisch und Japanisch. Nehmen wir natürlich Englisch. Greeting Message habe ich keinen Bock zu, das einzustellen. So. Jetzt haben wir unseren ersten Charakter, der auf Level 1 ist. Während des Spiels wird der Charakter weiter abgelevelt. Your partner, Ranny, is in a particularly good mood. Quaffing the bar's spirits buoyed your spirits. When things are lively, Ranny will recount a certain tale. You were an adventurer,
just starting out and didn't know right from left. It was then that you first met. Ja, und jetzt werden wir schon ins Adventure geschmissen. Wieder leise machen. So, Basic Movement. Bewegen so, X springen, dashen, indem man Viereck gedrückt hält, und evade, also zurückspringen, mit R. Normal Text Use Combination mit Viereck und hier so zack, zack, zack. Das erinnert so ein bisschen an so Final Fight zum Beispiel. In the air, press. So. Zack. Ihr seht also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu kämpfen, Kombos zu machen und so weiter. Ein Power Smash. Das ist das. Da werfe ich mein Schwert weg. Dann muss ich es natürlich auch wieder aufheben gehen. Zack. Ja, komm. Nimm auch wieder. Ach so. Ja, dann haue ich es einfach nur in den Boden. So, was ich gerade gemacht habe, war schon wieder ein anderer Move. Pick up Crossbow. Wo ist er denn? Ach so. Der hat den noch. So. Zack. Ja, das sind Waffen, die zwischendurch verloren werden. Und hier, Items in your item slots can be selected with bla bla bla. Also das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel Buckler, das ist das Schwert, Short Sword oder Heal Potion, dann können wir uns heilen. Achso, Select Heal Potion soll ich sogar machen. So. Na, und Use. Ich denke mal, ach so. Dann muss man nach unten drücken. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nimm mal dein Schwert wieder. So. Das wählen wir aus, dann drücken wir Steuer kurz nach unten und benutzen das. So. When you use an item, there will be a cooldown period. Das heißt, ich kann das jetzt etwas länger nicht benutzen. Hat man gesehen. Ist dann so abgelaufen nach unten. Quasi ein Timer. Ja, und dann geht's weiter. Da ist jetzt eine Kiste. Können wir zerstören. Zack. Ich finde das schön. Da war ein Apfel drin. Den haben wir jetzt genommen. Und jetzt sollen wir den auch noch essen. So, hat er automatisch gemacht. Move to the next stage. Shall I open that door for you? The rogue Rennie inquired, after appearing from out of nowhere. He thought that it would be a simple matter to take advantage of your naivete and pocket some coin. Yeah. The door is locked, but you can order Rennie to open it. So, move finger. So, dann muss ich da einfach mit meinem Finger auf dem Touchscreen drauf drücken. Ich muss quasi einen Fettfleck auf meinen Touchscreen machen, damit er diese Tür aufmacht. Dann gibt es noch so Sachen, die blinken dann hier im Hintergrund und so, oder so Kisten. Da tippe ich jetzt drauf und dann geht Rennie dahin und macht diese Kiste auf. So. Während der das macht, kann ich dann zum Beispiel hier weiterkämpfen. So, jetzt fliegt hier jede Menge Krams raus. Den Crossbow, den nehmen wir natürlich auch. So, da haben wir schon mal unseren ersten Endgegner. Und haben unseren ersten Endgegner auch besiegt. Rennie rennt dann immer weg, weil Rennie ist nämlich ein Feigling. This ends the basic tutorial. Ja. Also das ist so das, was so grundsätzlich in jedem Level auf uns wartet. You handle combat, and Rennie handles locks. Achso, ist er schon wieder fertig mit Erzählen. Ich finde die Erzählstory übrigens richtig geil. Das ist nämlich, glaube ich, dieselbe auch wie von Soul Calibur. Aber ich will da jetzt nichts Falsches behaupten. Das ist jetzt einfach so, wie ich das so empfinde. So, also hier könnten wir nochmal unseren Charakter auswählen, den wir bewegen. Wir kriegen mit der Zeit bis zu 4 Charaktere, also insgesamt 4 Charaktere. Das ist dann unsere Gruppe, mit der wir hier zusammen kämpfen. Da können wir safen, da können wir unsere Kontrollen safen und jetzt können wir hier aus der Taverne mal raus.
Dann sind wir nämlich in so einer Art, ich sag mal wirklich so eine Art Stadt. You came to Highland as an adventurer. Like many of your fellows, you strove to challenge the dangerous labyrinths here. The labyrinths were every bit as perilous as you'd heard. Most were lucky to even have their bones exit the ruins. You don't currently belong to the guild. I recommend registering. You can get jobs there and learn skills. Ja, you... Moment, wieder leise machen. You can now go to the Adventure Guild. Ja, wo ist sie denn? Guck mal, den Renny, den kann ich auch in die Fresse hauen. Ich glaube, Gildenregistrierung war da, genau. Clad in full armor, the Guildmaster, Samuel Joseph, stands in the center of the Guild Hall like a statue. He appraises you with a look and dismissively states that only worthless adventurers leave their equipment in disrepair. Your travels thus far have left your equipment positively thrashed. You resolve to rectify that before returning. The Guildmaster directs you to Morgan's Magic Item Shop. The magician is even able to repair magical equipment. Ja, also wir dürfen in die Gilde nicht eintreten, weil nach unseren Kämpfen... Ja, unser Schwert und alles natürlich in Mitleidenschaft geraten ist. Und deswegen, man muss seine Gegenstände, die man hat, regelmäßig reparieren gehen. And Morgan Lisley, shopkeeper and witch, welcomes you to her establishment. There is no object's repair which does not fall under her purview. From ornate magic staves to rusted axes. Welcome to my shop. So. Wieder leise machen. So, und hier können wir Repair Equipment machen und dann wählen wir aus, was repariert werden muss. Das sehen wir hier schon. Da ist so eine kleine Leiste unter dem, was wir benutzen. Und die ist hier alle. Die ist nicht mehr blau. Dann muss das also repariert werden. Das kostet 100 Goldstücke. Jetzt sind wir blank. So, ja, komm, der erzählt jetzt hier wieder die ganze Zeit, das müssen wir uns alles nicht hier anhören. Go to Adventure Guild, Start Menu is now available, you can now open Start, click. So, Start Menu, Equipment. So, da können wir unser Equipment ändern. Allerdings habe ich jetzt nichts Besonderes, was ich da irgendwie machen könnte. Armory, da sieht man, was man an Items hat. Also ich habe da auch noch gar nichts. Mein Status, ich bin Level 1. Experience habe ich gar keine. Ich brauche 850 Experience-Punkte, um aufzusteigen. Und so weiter. So, your equipment is now unmarked. You should bla bla bla. Jetzt gehen wir mal zu Adventure Guild. Once again, the Guildmaster Samuel Joseph stands in the center of the Guild Hall. Like as with your equipment now in tip-top condition, you request to join the Guild. Samuel issues you a test of skill. What will you do? So, und jetzt können wir aussuchen, was wir machen wollen. Eagerly accept the entry exams, ask the Guildmaster for details, state that you are overqualified for the test. Also, wir sollen einen Test ablegen und wir können jetzt sagen, ach, ich bin überqualifiziert für so einen Test. Oder wir können sagen, komm, hier, gib mir, was ich machen soll und ich mach das. So, jetzt sollen wir Roland, einem Kämpfer, helfen. The town map is now available. You can now go to the gate. You head to the ancient temple ruins to assist the warrior. Ach, scheiße. Na, da wollte ich gar nicht hin. Jetzt können wir nämlich hier auf den Touchscreen drücken und dann können wir uns aussuchen, wo wir hier so hinwollen. Oder wir können es auch sein lassen und einfach zu Fuß gehen. So, gehen wir zum Gate. A magic gate was recently found in the ruins on the outskirts of town. Use that to reach your destination. So. Ja, das ist jetzt sowas wie unsere Levelkarte.
lie within the ruins of the old Elysian Temple. Some quiescent, some far less so. An ancient dragon, spoken of in myths, is said to have destroyed the Elysian civilization in one night. Ja. Ich finde das schön, dass immer so viel erzählt wird. Das ist so wirklich so... So, das ist so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre irgendwie. Defeating enemies and picking up score items will earn points. Ja, ist klar. You liberated a fairy that was trapped in a cage. Oh my. Ja, jetzt haben wir eine Dingens hier freigelassen, eine Fee. So, das Schöne ist, jetzt habe ich das angetippt, der knackt jetzt das Schloss und während der das macht, kann ich hier weiterkämpfen. When you open a treasure, you will obtain ranked equipment. Once you return from the dungeon, you'll be given a chance to a prize keep to sell equipment, bla bla. Also wenn wir was da drin finden, können wir das Ganze auch verkaufen. Wir müssen es nicht benutzen jetzt im Kampf. Na. Komm, ich habe gerade gesagt, ich muss es nicht benutzen. Tja, anscheinend muss ich es doch benutzen. You have made your way to Roland. At the guild's behest, he is looking for adventurers who went missing in the ruins. For you to pass your guild exam, you must help him. Roland tells you to search in the ruins that are submerged in water. Much time has passed since the missing were last seen. He tells you to bring back their bones if they are found dead. Ja, wunderbar. Ja, ihr habt schon gesehen, der Crossbow, der bringt mich jetzt nicht besonders viel bei den Schlangen. Na komm, mach mal hier die Luke, da den Treasure Chest auf, mein Freund. So, schön. Treasure Rank E. Mach mal hier die Tür auf. Na, immer den Hintergrund im Auge behalten. Nicht alles im Hintergrund ist einfach nur so da zum Gucken. Boah. Da habe ich es aber mal kaputt gemacht hier. Schweine. Ein Feuerwerfer. Flammenwerfer. Treasure Rank C. Ja, der steigt natürlich auch, je mehr wir aufsammeln und finden. Guck mal, ich kann hier das schon gar nicht mehr einsammeln, weil ich so viel eingesammelt habe. Jetzt auf einmal geht's doch. Hä? Macht keinen Sinn. Aber egal. Hauptsache, wir haben den Flammenwerfer. Boah, damit können wir jetzt so richtig schön hier auf die Kacke hauen. Oder ein Gecko. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn mit meinem Finger töten. Hä? Warum kann ich denn den Flammenwerfer nicht benutzen? Ach so. Und da seht ihr, da blinkt jetzt was im Hintergrund. Und da müsst ihr dann mit dem Finger hier über den Touchscreen gehen. Und dann sammelt ihr das ein. Das sind versteckte Schätze. Immer wenn ihr irgendwo was blinken seht im Hintergrund oder im Vordergrund, dann da einfach mit dem fettigen Finger draufpacken. Und ja, ihr findet versteckte Schätze dadurch. Fledermäuse! Da seht ihr auch wieder im Hintergrund blinken ein paar Sachen. Die sammeln wir so ein. Ich glaube, hier kommt auch der Drache als Endgegner. Oh, jetzt habe ich mein Schwert weggeschmissen. Das ist nicht gut.
Ah, okay, habe ich wieder. Ein Lizardman. Yeah. Keine Herausforderung für den Game. Hier sieht es wieder im Vordergrund. Hat, glaube ich, irgendwas geblinkt? Nee. Habe ich dann falsch gesehen. Zack. Die Harpie. Der erste Endgegner. Oh nein! Lass mich los! Du fieses Ding! Ach so, mein Schwert liegt da unten. Habe ich gar nicht gesehen, da ich das verloren hatte. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Stirb doch einfach. Na, mach dich nicht schwerer als ein Bisshab hier. Jawoll. Boah, guck mal, 22.000 Gold. Oder war das 2.200? Aber Hauptsache Experience gekriegt, Level up. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So, the spoil screen. Ja, hier seht ihr, ich glaube, was ich alles gefunden habe während des Dingens. Was ist das denn? Was ist das? 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 Rank C. So, und dafür müssen wir jetzt Geld ausgeben, damit wir das kriegen. Natürlich ist es am schlauesten eigentlich zu gucken, was am teuersten ist, weil man dann davon ausgehen kann, dass das auch am besten ist. Aber ich will keinen Bogen. Ich will schon ein schönes Schwert. So. Zack. Wintry Longsword. Ist, glaube ich, schon besser als das, was ich sowieso habe. Da sieht man auch übrigens hier, ne, bei Rex, also Requirements, welche Gattung oder welcher Charakter das benutzen kann. Kann nämlich auch nicht jeder. Das hier kann zum Beispiel nur mein Fighter benutzen. Das kann auch nur mein Fighter benutzen. Komm, dann nehmen wir das Schutzschild auch noch und das Amulett auch. Und dann passt das schon. So. Und den Rest verkaufen wir. Ja, wir können uns am Ende entscheiden. Oder wir nehmen alles und hören auf. Aber den Rest verkaufen wir. Scheiß drauf. So, dann wird gespeichert. Und dann können wir zum Beispiel jetzt auch die neuen Sachen ausrüsten. So. Equipment. Da können wir jetzt mal gucken. Wir haben hier Short Sword. Stattdessen könnten wir aber jetzt... Ey. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier das, was ich mir gerade gekauft habe? Oder bin ich dafür einfach noch nicht gut genug? Ich glaube, ich bin dafür noch nicht gut genug. Oder ich habe jetzt gerade irgendwas falsch gemacht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ach, naja. So, Dragon's Heaven Inn. Wir sollen jetzt eigentlich zum Guildmaster gehen und berichten. Hör mal, wir haben hier dies und jenes. So, Choose Allies kann ich immer noch nicht machen. Das kommt erst noch mit der Zeit. Wir müssen jetzt erstmal beim Guildmaster hier berichten. Moment. Nee, erstmal gehen wir unsere Sachen reparieren. What do you need? Repair.
Shortsword reparieren. Schild reparieren. Price Items. So, jetzt kann ich den wenigstens benutzen. So. Haben wir einen Bogen. Moment, den sollten wir dann auch direkt ausrüsten. Ein Equipment. Kann ich den nur statt dem Schwert ausrüsten oder was ist los? Geht schon wieder nix. Armory. Ach so, ich bin noch nicht gut genug für diese Waffe. Soll natürlich vorkommen. You return to the guild to report your quest. However, Samuel gives you an additional task. It is possible to resurrect the dead with their bones. He tells you to go to the temple to attempt the resurrection ritual. Kanan Temple is a temple dedicated to the worship of the goddess Althena. Proceed there immediately. Okay, sofort dahin. Sofort dahin und die Knochen wiederbeleben. You were ordered to attempt to resurrect guild members at So, machen wir Schnellreise. As you enter, a kindly voice echoes from the back. You seem to be in need of help, a monk says, and approaches you. The prayer of the monks sometimes restores the dead to life. The goddess bestows mercy to those whose time has not yet come. What troubles you, my child? Ja, resurrect. Mal wieder leise machen. Also wiederbeleben, die Knochen, die wir da gefunden haben. Allow this heart to beat again. Quench their thirst. Lead the wandering soul back. Reverse death. And awaken them. Ja. Mach schon. The prayer reaches the goddess, and the pile of bones is made new. The adventurer pledges their allegiance to you as thanks. Das heißt also, wir haben uns unseren eigenen Sklaven erschaffen. So. Die Abenteurer. Jetzt kommt's nämlich, die wir wiederbeleben, quasi unsere persönlichen Sklaven. Die können wir dann hier in der Bar aussuchen. Da, der ist wiederbelebt. Zack, der hat eine Handaxt. Der ist auch schon auf Level 3. Der hat schon einen höheren Level als wir selbst. Das ist ja toll. So, speichern, genau, das ist wichtig. Ja, und so geht das jetzt immer weiter. Ne? Jetzt kommen neue Missionen, die wir erledigen müssen. Und so, hier, mal hier die... So, mal auf den Kopf. Ja, und so geht's immer weiter. Und ich finde halt, das Spiel ist stylisch. Es hat seinen eigenen Style von der Grafik her, von der Erzählweise. Das wird einfach richtig magisch erzählt. Das ist wie so ein kleines Märchenbuch, das man spielt. Auch von der Aufmachung vom Grafischen her und so. Und das ist gerade das Besondere, was dieses Spiel in meinen Augen ausmacht. Und es ist sehr kurzweilig, es macht Spaß. Gehört für mich auf jeden Fall auch in jede PlayStation Vita-Sammlung, wenn man auf sowas steht. Ja. Ansonsten, wenn euch das interessiert, ne, vergesst nicht meinen Kauflink von Amazon unterm Video. Würde mich freuen, kostet euch nichts, aber unterstützt mich ein wenig für diese Videos zum Beispiel. Muss nicht sein, könnte aber. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät auch immer bei euch sein mag. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, ich weiß. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.